So, liebe Leute, willkommen zurück. Mann, hammerhart. Hammerhart, kann sich sehen lassen, absolut. Richtig geile Sache. Ich habe gesagt, geht raus und spielt ordentlich Fußball. Das haben wir getan und dann, trotz der frühen roten Karte, haben wir da wirklich noch es geschafft, Leverkusen hier den Schneider zu kaufen zu Hause, vor heimischem Publikum. Die hatten irgendwie eine Hemmung. Keine Ahnung, woran es lag, aber ist wunderbar anzusehen, dass wir das über die Zeit gerettet haben. Ein 1-0-Sieg schon gegen Schalke haben wir uns so bombenmäßig verkauft. Also wir haben jetzt viel von der Energie aus der Hinrunde mit in die Rückrunde genommen. Wir haben 37 Punkte stehen auf dem vierten Tabellenplatz. Boah, das kann sich echt sehen lassen. Jetzt würde ich sagen, schieben wir noch ein bisschen weiter an hier die Geschichte. Von Spiel zu Spiel denken. Tobi schafft's rein. Ich pack's ja kaum. Der Tobi und der Brinkmann, beide Flügelspieler heute in absoluter Höchstform gewesen. Muss man ganz klar sagen, ja, die Vorlage von Tobi, ne? Klasse. Klasse, die haben es gerissen, die Jungs. Sehr schöne Sache. Erste Mal, dass er drin ist, oder? Nee, zweite Mal schon. Boah, wenn der so weitermacht, dann vermisse man Wirt nicht wirklich, ne? Wolscheid als Innenverteidiger ist mit drin, aber muss ich sagen, so überzeugend war der jetzt auch nicht, ne? So. Hammer. Traurig. Ja, heute hat er nicht getroffen. Heute hatte er mal nicht getroffen. Wunderbar. Sehr schön. Ansonsten marschieren wir weiter. Mannschaft der Woche. Da müssen wir die Jungs auch noch richtig loben jetzt, ne? Unter der Woche, das ist klar. Vincent, ja, ist eine heikle Angelegenheit. Ich finde aber 8 Millionen ist in Ordnung. Da gehen wir jetzt mit. Machen wir mal 8,25. Einmal noch, oder? Einmal geht noch. Einer geht noch rein. Da haben wir wirklich alles rausgeknöpft, was geht, ne? So, akzeptiert, alles klar. Smolly vom Sportgericht verurteilt. Akzeptieren Sie das Urteil? 2 Spiele? Ja, das ist in Ordnung. Verletzungen als weiteres. Ja, Deli und Neustädter. Mannschaft der Woche. Also der Tobi ist schon zum zweiten Mal drin. Der hat schon eine 68 jetzt. Halt mich fest. Können wir zwar nichts sagen, aber dafür den Brinkmann, da können wir sagen, super letztes Spiel, beziehungsweise du hast gut trainiert. Und Vincent akzeptiert, ja, 8,25 Millionen ist eine ordentliche Stange. Das können wir mitnehmen, das ist in Ordnung. Smolly, du bist mir ein Hardliner. Jetzt müssen wir Dossern reinsetzen. Naja, klar, wir haben ja jetzt nicht so viele Alternativen, ne, auf den Plätzen da. Ah, das geht halt nicht, so. Ja, in der Woche wird ja aber Ding noch wieder fit, der Daily, den können wir dann auch wieder aufstellen. Schauen wir mal. So, Gespräche mit Stefan Vincent haben begonnen. Dann haben wir uns ja noch einen schönen Spieler angeguckt, ne, für die linke Verteidigerposition. Das sollten wir nochmal ins Auge fassen. Wir hatten, glaube ich, den Hofmann sogar losgeschickt, ne, zum Scouten nochmal. Das müssen wir dann auch noch machen. Wenn das jetzt läuft. Jo. Alles klar. Das ging ratzfatz über die Bühne hier. 8,25 Millionen. Wenn er ihnen hilft, ist in Ordnung. Wir haben einen anderen Plan für unsere Mannschaft vorgesehen. Für 2,5 Millionen haben wir doch. Wir waren. Das Marktwert war zumindest 2,5 Millionen. Ablöse wird sich dann auch wahrscheinlich so um 3 Millionen. Keine Zähler, keine Puls. Denn wir kaufen alle Spieler beim Erhöhs. Und wenn wir auch verlieren, nur das eine bleibt bestehen. Alle Mann, ja, Aachen wird sich untergehen. H1, das bleibt bestehen. Alle Mann, ja, Aachen wird sich untergehen. Mit Tor Nummer 22, David. Oh! Mit der Nummer 10, Tobias. So, viel dazu. Also das habe ich gerade mal gelesen, das Reitstadion in Aachen ist größer als Fußballstadion. Ja, das heißt doch alles, oder? Dann sind wir doch voll informiert. So, Uno Aktogan traf im Hinspiel zweimal den Schwarzsinner. Gucken wir doch mal, ob er das wiederholen kann. Weil Siege, keine Siege bisher? Gibt's ja gar nicht. Oder ist es aus Sicht von Aachen? Ne? Das ist immer aus Sicht der Heimmannschaft. Ne? Das heißt, eine Niederlage haben wir Aachen schon mal eingeschenkt. So. Uiuiui, sind ja alle verletzt. Was ist denn jetzt los? Kolb auch noch.
Ja, dann natürlich Zeit für Josipovic. Daily. Mal gleich Spielergespräch noch führen. Puh, nö. Wenn nicht ist, ist nicht, ne? Mit einer Form von 7 anders können wir es gerade nicht ändern. Können wir gerade nicht ändern. Gut. Ansonsten, so, wie gesagt, Josipovic ist drin. Schade, dass Kolb jetzt noch verletzt ist. Wir gucken mal, wie lang. Das haben wir eigentlich nicht gehofft, ne? Dass das passiert. So, Scout-Hinweis. So, wer ist denn das? Robin Himmelmann. Ja, den haben wir doch jetzt endlich fertig, oder? Oder haben wir den immer noch im Fokus hier? Ich will den nicht mehr haben. Den haben wir schon 10 Mal uns angeguckt. So, Scouting abgeschlossen. Der Martin Grau, da ist er. 73. Von Halescher FC. Ja, wir bedienen uns nach wie vor immer an den Drittligisten, ne? Oder ja, Zweitligisten, je nachdem, was ansteht. Machen wir die Sache gleich amtlich, würde ich sagen. Den haben wir uns ja schon beim letzten Mal ausgesucht. Oh, Halescher FC will den Spiel momentan nicht abgeben, weil man ihn allzu wertvoll für das Team erachtet hat. Die sind ja größenwahnsinnig. Okay, so, dann können wir den... Ja, lassen wir trotzdem im Blickfeld drin, aber... Ui, das ist natürlich jetzt spannend, ne? Deli ist wieder fit, Scoutcat zurück, alles klar. Die Scout-Berichte checken wir mal ganz kurz aus in der Scout-Liste, was da los ist. Innenverteidiger Brecht von Leipzig. 1,85, ist schon recht groß. Frohe Natur. Hey. Ist jetzt nicht so einfach, ne? Wenn sie da jetzt den nicht rausrücken wollen. Wie lange ist Kolb? 6 Wochen Innenbandriss. Eine Mahlzeit. Also mit Genesung, mit Regenerationszeit, 2 volle Monate, den gesamten März und den gesamten April. Den sehen wir dann erst wieder zum Saisonfinale, wenn überhaupt. Schade. Schade. Wirft ihn jetzt auch ein bisschen zurück, ne, was die Entwicklung angeht. Gerade jetzt in der Hochform von ihm. Schade. Gut. Und Hinweis vom Assistenten. Leidig, ja, oh, leidig. Der ist gar nicht so schlecht. Weiß gar nicht, warum der so kritisiert worden ist, der Transfer. Der ist gar nicht so verkehrt als flexibler Links- und Rechtsverteidiger. Kann sich echt sehen lassen. Aber mit dem möchte ich jetzt die nächste Saison noch nicht planen. Das ist mir ein bisschen zu schwach. Minzen ist ein heftiger Transfer. Ist unser zweitbester Spieler, den wir verlieren. Oder wir haben jetzt 2 starke Spieler verloren diese Saison. Die komplette linke Seite wurde uns jetzt, sag ich mal, aufgebrochen zum Start der neuen Saison. Da müssen wir nochmal ran, Leute. Hilft ja alles nichts. Wichtigste ist Linksverteidiger. Mit Tobi können wir arbeiten. Nur beste Position. 3 Sterne reicht. Ich hätte schon ein bisschen was Erfahrenes ganz gerne. Ein bisschen erfahren. Muss jetzt nicht mega oldschool sein, aber... Ein bisschen muss er mitbringen und natürlich eine 70. Da muss ich jetzt einfach mal in die Tasche greifen. Ne? Ich kann nicht nur einnehmen. Ich kann nicht nur Spielertransfers einnehmen und dann versuchen, das mit günstigen Jugendspielern aufzufüllen. Das geht nicht nur. Also es geht schon, aber nicht nur. Und dann zu war er auch noch unser Eckenschütze. Ne? Nur realistischer habe ich eingegeben. Wo stehen wir denn da? Ja. 25 ist der günstigste hier, der Lenz. Oder der Beste vom Alter Leistungspotenzial her von Rot-Weiß Essen. Aber auch 5,25 Millionen. Ne? Der ist mehr wert als der Winzner. Da würden wir uns vielleicht sogar noch verstärken. Statt die Schwächung in Kauf zu nehmen und über Robbie Rotten uns zu stärken. Aber das will ich ja. Von daher geht dann wahrscheinlich meine Entscheidung in die Richtung hier. Kompensationsspieler, sag ich dazu. Um die Lücke zu füllen, aber 1,9 Millionen ist schon ordentlich. Die verdienen hier schon dick. 1,3 Millionen von Deyzen Mendes von FC Bologna. Oh, der ist aber fleißig hier. Trainingsfleißig, Publikumsliebling und professionell. Der ist gar nicht so schlecht, aber schon 29 Jahre alt, leider. Armselig und der ist schon im Urlaub, oder was ist da los? Warte, der ist immer noch im Urlaub? Was ist mit ihm denn los? 29. Felix Bastians von Hoffenheim ist 31, ist mir leider zu alt. Und Lenz ist ein bisschen extrem, ne? 5,3 Millionen Marktwert. Rot-Weiß Essen.
heftig. Wäre der sinnvollste jetzt, ne? Ich guck mal, kann ich das hier noch ein bisschen schrauben? Ein bisschen, ja, oh ja, auf einmal ist Platz da. Ja, aber 70 heißt ja wieder nur, dass sie... Ich hätte schon ganz gerne aus der eigenen Region hier. Außen. Eintracht Trier in Däne. Jakob Barrett Lawson. Sieht ja gut aus, ne? Däne, Flügelspieler, linker Verteidiger. Sieht gut aus. Jakob Barrett Lawson. 21 Einsätze, das ist viel. Schafft er denn die 70? Schafft er das? Weiß ich nicht. Eintracht Trier, ist nicht so einfach. Wacker Innsbruck, Pauli, Carsten hier. 25, guck mal gerade noch vielleicht noch einen Ticken. David Dunn von Norwich City. Der hat dann schon wieder Potenzial für Stammspieler, ne? Aber gut, wir müssen ja, also... Robby ist auch erst 18, ne? Also, so schnell einsetzen werden wir ihn auch nicht, ist ja die Frage. Wir sind schon mal wieder zu teuer vom Gehalt. Beweg mich mehr hier in der Richtung. Aber wer macht jetzt hier den besten Eindruck? Ich nehme mal die Italiener und den Spanier raus. Das heißt, das würde ja passen hier, ne? Österreicher, Mattersburg, SV Mattersburg, Lukas Rath. 28 ist mir zu alt. Ich gehe mal ein bisschen zurück hier. Ich will noch ein bisschen mit den Jungs spielen. Ist schon übersichtlicher, ne? Also, Eintracht Trier sieht ganz gut aus. Der Lausen, der Ganz von Wattenscheid, der könnte vielleicht sogar Deutsch. Jo. Pass auch, vereinstreu, Sprachgenie und ehrgeizig. Lausen hat keine Charaktereigenschaften, das heißt, ist nie gut. Flexibel. Spinnrad, 25. Carsten, Thomas Carsten von Pauli. Geht, ist Kritiker, aber trainingsfleißig, ist auch ganz geil. Nils Sander. Nervenstark, ist auch nicht verkehrt. Mitchell Dix, mir zu teuer. Kampel, Deutscher, Kampel, sieht ganz fein aus hier, sieht von den Werten da ganz geil aus, 1,86, aber auch wieder fleißig, Fuß links und sogar 3 rechts, Corruziero, hohen Marktwert, mein lieber Meier, ist zu teuer, das ist mir, da gebe ich mehr aus, wie wir ausgegeben haben und auch zu teuer, so, Lausen, Führungsqualität 4 von 10. 5 von 10 der Carsten. Und Zander auch 5 von 10. Gar nicht so schlecht. Also nehme ich den jüngsten hier mit 5 von 10. Vielleicht können wir die sogar noch ein bisschen aufbauen. Was meint ihr? Das ist doch geile Geschichte hier, oder? Vereinstreu, Sprachgenie, ehrgeizig. Er ist halt Dribbler, ne? Sind Dribbler jetzt? Ich guck mir den mal an. Moment. Hofmann, leg mal los. Mach mal was klar hier. Carsten ist auch nicht schlecht. Und Zander, ne? Ja. Hat noch gar keinen Einsatz gehabt dieses Jahr. Der könnte sogar noch stärker sein, als er hier angegeben ist. So. Wenn ich dann schon hier am Rumeiern bin mit den ganzen Spielern. Ja, geht ja, wir haben, ist ja übersichtlich noch, ne? Naja, sind schon ein paar viele. Die Torwartmänner kann ich mal raustun, ne? Die brauchen wir ja nicht. Moment, Position. So. Baba, zu teuer. Wertigkeit. Kuttepoff, zu teuer. Baumgartner, zu teuer. Troué lasse ich mal drin, weil es unser ist, unser Eckspiel. Mukhtar, da habe ich mir schon zu lange angeguckt.
Lukas Andersen, rechtes Mittelfeld, 25, 73, 4,2 Millionen. Grundsätzlich nicht schlecht, aber wir haben Besseres im Nachwuchs. Eismann, Jordi Eismann ist immer noch ein Thema. Noch nie abgegessen, das Ding. Leander Simon, ja, halte ich auch nochmal ein Auge drauf. Wenn die runtergehen sollten, ne? In die zweite Liga. Sieht nämlich momentan dieses Jahr knapp so aus hier. Für Aue, das wird nicht einfach für Aue da unten rauszukommen. Also für Stuttgart. Schon wieder ein Spieltag. Ohne Sieg. 10 Punkte, na, das ist doch bald abgelaufen hier, oder? Die kriegen doch dieses Jahr keine Haltbarkeit mehr. Wolfsburg ist auch gefährlich. Rot-Weiß Essen, die Aufsteiger. Die drei Aufsteiger machen Rabatz. Da sollten wir heute mal Aachen einen kleinen Dämpfer verpassen. Spielen wir auch ein bisschen anders. Und zwar mit der Abseitsfalle wieder 10% höher. Sowie auch das Pressing 10% höher. Der Rest passt. Dosser muss heute reißen. Dosser muss es heute reißen. Sage ich ihm auch. Braucht ihn Topform, Digga, heute. Gewinnt 3 Moralpunkte und 1 Formpunkt. Läuft. Aktogan, Digga. Heute brauchen wir alle mal in Topform. Wenn wir das jetzt hier auch, wenn wir das heute wegreißen. Wenn wir das heute reißen gegen Aue. Dann haben wir einen richtig guten Rückrundenauftakt. Wurde mir auch noch vielen Dank an das Bild, was ich per Facebook bekommen habe. War aber ein JPEG-Bild, kein PNG. Beziehungsweise TGA, deswegen konnte ich es nicht verwenden für Josipovic. Hab's aber gelesen. So, Marienberg, Mensch, 67, wenn der so weitermacht hier, ne? Super letztes Spiel. Wenn der so weitermacht hier, die Geschichte, dann packt er noch die 70 bis zum Saisonende. Hätte ja auch keiner gedacht, dass er so schnell geht. Der Wahnsinn, der absolute Wahnsinn, der Kerl. Ja, ein paar Werte muss er noch ein bisschen besser werden. Dribbling. Kurzer Pass ist ganz wichtig, das muss er mir nach oben drücken bei ihm. Aber das läuft ja. Was macht der Punktewert hier? Erfahrung hat er auch noch minus 4. Den haben wir direkt aus der Talentschmiede hochgepeitscht. Hier 1,6 Millionen Marktwert schon. 11 Einsätze, sogar schon ein Tor. Also eine Story fürs Märchenbuch, fürs Fußballmärchenbuch. Bis jetzt, abwarten. Ratzfatz, Kreuzbandriss und dann ist erstmal wieder Schluss für ein halbes Jahr. Beziehungsweise dreiviertel Jahr, ne? Hui, ja. Gut. Ja, anders wird nichts. Gucken wir mal, wie es läuft, ne? Gegen Aachen. Wir sehen uns, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.